Daniel Kläger, herzliche Gratulation zum Hattrick. Ich glaube, der Plan da ist vollends aufgegangen. Danke vielmals. Ja, ich meinte schon, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben, können umsetzen und ich meinte auch verdienten Titel gewonnen. Ja. Zum Teil hat er es aber recht spannend gemacht. Wie hat sich das angefühlt aus Spielersicht? Ja, spannend. Man weiss, wenn ein Cup-Finalspiel ist, immer spannend. Die Leute von außen haben vielleicht das Gefühl, dass wir als zweifache Cup-Sieger heute so einfach durchmarschieren. Aber ich muss auch das Kompliment der Kappel machen. Sie haben sehr clever gespielt. Wir haben uns sehr lange schwer getan. Schlussendlich hat wahrscheinlich das breitere Kader und die Erfahrung wahrscheinlich ja, zu unseren Gunsten entschieden. Wie wichtig war der Ausgleich kurz vor der ersten Pause? Ja, das war sicher sehr wichtig. Wir haben irgendwie im ersten Drittel auch nie das Rezept gefunden, sind nicht gefährlich geworden. Und eigentlich, ja, die 4-3 Überzahl hat uns sicher geholfen, um irgendwie ein bisschen ins Spiel zu kommen. Ja. Und wie du sagst, am Schluss dann eben die Erfahrung, die dann gleich den Oberhang hat? Ja, es sieht so aus. Also, bei der Konditionell, wie gesagt, ist es bei uns halt ein bisschen eng, so hinten raus bei den Leuten. Aber die Erfahrung macht es halt schon aus. Gerade bei so wichtigen Spielen, bei engen Spielen. Ja, und da sind wir froh, haben wir so eine Routine in unserem Team. Ja. Lukas Bürgi, ein sehr spannendes Spiel für die Zuschauer. Wie war es für dich? Ja, genau so spannend, wie wir uns das so erhofft haben. Wir haben gewusst, wenn wir grossen Rückstand kommen gegen Gatzis, dann wird es sehr, sehr schwierig. Und darum haben wir von Anfang an gesagt, wir müssen immer dranbleiben, wir müssen weiterfahren. Und so ist es auch bis zum Schluss gewesen. Das ist euch ja fast gelungen. Also bis zum Schluss denke, hat man wirklich gedacht, es könnte noch auf beide Seiten fallen. Ja, genau. Da haben wir vielleicht auch noch ein bisschen Pech gehabt, dass uns gerade ein Rechtsausleger ausgefallen ist, noch kurz vor Schluss, der im 4 gegen 3 auch sehr ein wichtiger Mann ist. Und von dem her haben wir gekämpft bis zum Schluss, aber hat noch ganz knapp nicht gelangt. Was nehmt ihr trotzdem mit aus dem Match? Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Direkt schiessen. Und ja, wir haben es einfach genossen, glaube ich. Wir haben wirklich Freude gehabt. Für mich ist es die letzte Saison, die ich mache. Und darum nehme ich sicher sehr viele gute Emotionen mit. Ein spannendes Spiel und eine riesen Kulisse, was natürlich immer wieder ein bisschen Hühnerhaut gibt, wenn man daran zurückdenkt.